Kölner Ratspolitik live oder aktuell bei Report K. Wir sind nicht ganz live, wir sind bei Zoom. Wir haben zu Gast Luisa Schwab. Sie war in der letzten Wahlperiode frauenpolitische Sprecherin der Ratsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und sie hat mit ihren Kolleginnen sozusagen, die frauenpolitischen Sprecherinnen, Frau Brigitta Nessler-Komp von der CDU-Ratsfraktion, Hamide Hakbarier von der Linken, Silvia Laufenberg von der FDP und Monika Möller von der SPD einen offenen Brief an die Ratsfraktionen versandt. Deswegen treffen wir uns jetzt hier. Die Ratsfraktionen diskutieren auch gerade, wie sie die Ausschüsse aufstellen, aber auch welche Konstellation sie womöglich dann, um gemeinsam politische Dinge in Köln zu erreichen, eingehen werden. Das ist alles so ein bisschen hinter verschlossenen Türen gerade, aber es gibt diesen offenen Brief. Und da wäre es für uns einfach mal interessant, warum haben Sie sozusagen als frauenpolitische Sprecherin in der letzten Ratsperiode einen offenen Brief geschrieben? Also als frauenpolitische Sprecherin der letzten Ratsperiode bin ich natürlich nicht mehr beteiligt bei den aktuellen Verhandlungen für die neue Ratsperiode. Dennoch war es unser Anliegen, also aller frauenpolitischen Sprecherinnen der demokratischen Fraktion, die Frauenpolitik, die Gleichstellungspolitik nochmal in den Fokus zu ziehen, weil wir uns, zumindest als frauenpolitische Sprecherinnen, aber auch die Parteien im Grundsatz einig sind, dass wir einen Gleichstellungsausschuss benötigen. Das haben CDU, Grüne und Linke in ihrem Wahlprogramm stehen. SPD und FDP unterstützen das. Und wenn wir uns bereits politisch so einig sind, dann sollte es eigentlich für diese Ratsperiode kein Problem sein, einen Gleichstellungsausschuss einzurichten. Ein Gleichstellungsausschuss, ich formuliere es nochmal kurz, ist dafür da, um die Benachteiligung von Geschlechtern aufzugreifen, zu vermindern und dort entgegenzuwirken. Und wir haben in Köln eine Menge Benachteiligungen von Geschlechtern per se. Vielleicht gehen wir später im Gespräch noch mal kurz drauf ein. Wir haben das jetzt aufgegriffen zu dem Zeitpunkt, weil wir denken, dass das vielleicht kein Thema ist für die internen Kooperations-Koalitionsverhandlungen, sondern ein Thema, das alle Parteien betrifft und auch gemeinsam entschieden werden sollte und auch gemeinsam am Anfang der Ratsperiode entschieden werden sollte. Jetzt haben wir ja gleichstellungsrelevante Themen eigentlich ich glaube, es steht auf jeder Ausschusssitzung mit drauf, auf den Papieren, also wenn es gleichstellungsrelevante Themen gibt. Das reicht nicht, deswegen wäre es schon sinnvoll, sagen Sie, ein Gleichstellungsausschuss, der, ich will das nochmal zusammenfassen, Sie können mir auch widersprechen, wenn ich jetzt falsch liege. Vor allen Dingen, es geht nicht nur darum, dass irgendwie Frauen bevorzugt werden oder so, sondern es geht wirklich um alle Geschlechter sozusagen. Also sowohl Frauen, Männer, divers, alles sozusagen soll dort, das sind die Themen des Gleichstellungsausschusses. Aber warum reicht das nicht sozusagen so, das ist immer so gerne so ein Argument auch in der Kölner Ratspolitik, durchaus so als Querschnittsthema, sondern warum eigener Ausschuss? Gleichstellungspolitik ist ein Querschnittsthema. Es geht darum, wirklich die Benachteiligung aller Geschlechter abzubauen. Momentan ist es aber so, dass natürlich Frauen häufiger benachteiligt sind, sodass vielleicht Frauen in erster Linie erstmal im Fokus sein könnten. Das würde der Gleichstellungsausschuss für sich in seiner Politik natürlich selbst definieren und selbst entscheiden können. Gleichstellung ist ein Querschnittsthema, deswegen haben wir eigentlich mal entschieden, auch mit grüner Unterstützung, die gleichstellungsrelevanten Themen in jeden Ausschuss mit reinzubringen. Wir haben jetzt über die Jahre aber gemerkt, dass der Top gleichstellungsrelevante Themen eigentlich nie gebraucht wird, außer in Einzelfällen mal, sodass die Gleichstellungsthemen komplett in der Politik untergehen. Und wir haben auch gemerkt, dass wenn nicht die Fachexpertise an der politischen Entscheidung mit beteiligt ist, dass dann am Ende nichts passiert. Wir brauchen also tatsächlich Gleichstellungsfachexpertise und die könnte sich am besten in einem Gleichstellungsausschuss bündeln. Sie sind nicht nur die frauenpolitischen Sprecherinnen sozusagen der vergangenen Ratsperiode, sondern Sie haben auch viele Unterstützerinnen gefunden und Unterstützer auch gefunden, die den offenen Brief mit unterschrieben haben, unter anderem auch Frauke Maar, die die erste Else-Falk-Preisträgerin der Stadt Köln. Also das ist schon ein breites Bündnis, das sozusagen diesen Gleichstellungsausschuss fordert. Haben Sie denn die Befürchtung, dass die jetzigen oder die neuen Ratsmitglieder das auf die lange Bank schieben oder gar nicht diskutieren? Ich habe die Befürchtung, dass andere Themen momentan im Fokus stehen, was ich durchaus nachvollziehen kann.
Ich habe die Befürchtung, dass es wieder im politischen Alltag untergeht, auch wenn viele Ratsmitglieder, die jetzt im neuen Rat sitzen, diesen Brief auch schon mit unterzeichnet haben. Wir wollten hier nochmal die Gleichstellungspolitik nach vorne tragen und sagen, jetzt brauchen wir den Gleichstellungsausschuss. Gerade jetzt nach der Corona-Pandemie brauchen wir einen Gleichstellungsausschuss. Es hat sich so viel wieder verändert. Es ist so viel wieder in tradierte Rollen zurückgefallen. Wir müssen jetzt handeln und wir haben in Köln auch wirklich enormen Nachholbedarf. Ich habe einen Teil in dem Brief, ich habe den auch schon vorher gelesen, gesehen. Deutschland hinkt bei der Gleichstellung hinterher, sagen Sie, 300 Jahre steht dort auch. Wir haben heute aktuell eine neue Entscheidung bekommen. In Brandenburg ist nämlich das Paritätsgesetz vom Verfassungsgericht in Brandenburg als verfassungswidrig erklärt worden, also der Brandenburgische Landtag beschlossen. CDU und AfD im Landtag haben sich dagegen entschieden schon. Die AfD und die NPD, man höre und staune an der Stelle, haben dagegen geklagt. Und ist das genauso ein Thema, wo Sie sagen, deswegen hinken wir da hinterher, weil es eben immer noch auch, ich nenne das jetzt auch mal ganz klar, rechtskonservative Kräfte gibt, die sozusagen ja, die Gleichstellung verhindern wollen? Das war jetzt ein bisschen abgehackt, die Frage, aber ich versuche trotzdem mal darauf zu antworten. Ja, rechtskonservative Parteien sind natürlich stärker dabei, Frauenpolitik, Gleichstellungspolitik nicht unbedingt nach vorne zu tragen, beziehungsweise auch zu verhindern. Die wollen ein tradiertes Rollenbild stärken, das heißt, Frau und Kinder gehören zusammen, Frauen sollen Küche und Haushalt machen. Das sind alles Bilder, die weitergetragen werden sollen. Und in der Politik sind natürlich auch sehr wenig Frauen beteiligt, also in der rechten, rechtskonservativen Politik, sodass hier Frauen auch kaum eine Rolle spielen. Selbstverständlich ist es ungemein wichtig, dass Frauen paritätisch in der Politik mitbeteiligt werden, weil es eben darum geht, Entscheidungen mitzutreffen, mitzudenken. Und es bedeutet auch nicht, dass Frauen am Ende bessere Entscheidungen treffen werden, sondern es bedeutet am Ende eigentlich nur eine demokratische, gleiche Teilhabe der Menschen, die in der Gesellschaft leben. Und wir haben hier in Köln zumindest 51% Frauen. Also müssten wir eigentlich unsere Ausschüsse, unsere Gremien, unseren Rat mit 51% Frauen besetzen, wenn wir das tatsächlich so abbilden würden wollen, wie unsere Gesellschaft aussieht. Und nur das könnte man als tatsächliche Teilhabe und Demokratie auch bezeichnen. Es gab einen weiteren Punkt. Wir hatten ja auch die frauenpolitischen Sprecherinnen auch bei uns in den Interviews vor der Kommunalwahl. Gender Budgeting. Glauben Sie daran, dass der Rat das jetzt umsetzen wird? Oder glauben Sie, es ist zu schwierig auch vor den Problemen, auch durch die Corona-Pandemie, Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen, dass man dann da solche Themen einfach wieder weiter rausschiebt, obwohl sie eigentlich wichtig sind, dass man eben auch Gender-Budgeting betreibt im Kölner Haushalt? Ich hoffe stark, dass es umgesetzt wird. Wir haben schon Weichen gelegt in der letzten Ratsperiode. Wir haben stark daran gearbeitet, dass zumindest intern schon mal vorgefasst wird, geguckt wird, wo kann man am besten ansetzen. Also wir sind schon große Schritte weiter in den letzten Jahren gekommen. Und ich hoffe wirklich, dass wir jetzt die Entscheidung treffen, hier einzelne Projekte mal anzustoßen und die Umsetzung zu starten. Das wird jetzt nicht in den nächsten 4-5 Jahren eine komplette Umstellung auf Gender Budgeting geben, daran glaube ich nicht, auch wenn es natürlich schön wäre. Aber realistisch gesehen fängt man natürlich erstmal klein an und dann wird sich das hoffentlich im Haushalt über die Jahre abbilden. Luisa Schwab, sozusagen scheidende frauenpolitische Sprecherin der Kölner Grünen im Stadtrat. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns nochmal erläutert haben, warum Sie den offenen Brief geschrieben haben und wie wichtig Gleichstellung ist und auch Gender Budgeting und ein Gleichstellungsausschuss für den Kölner Rat in der kommenden Ratsperiode. Ganz herzlichen Dank. Gerne.